Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, in Thüringen Tierlife Plus. Ja, gestern gab es Kühe nachgekauft im Plus und jetzt reicht ja nur das Futter noch für knappe 7 Stunden. Muss ich mal gucken. Was dann ja noch abmachen können, ne? Also immer, wir haben noch zwei Container zu stehen am Mineralfutter. Das muss ich auch noch nebenbei holen. Beziehungsweise richtig holen, ne? Also nicht nur nebenbei, bei Gelegenheit. Ja, wir haben erstmal 17 Uhr, mehr oder weniger. Gucken mal, wie es hinkommt. Und ansonsten geht's ja hier irgendwann weiter, ne? Ja, die Aussaat. Die Lage mal läuft. Wir wollen ja richtig noch Mais ernten. Also die Karte, also jetzt die Karte, werde ich so lange spielen, bis die Thüringen Tierlife für 25 rauskommt. Wann das sein wird, das weiß keiner. Nehmen wir an, dass die Kollegen das auch nicht wissen, die das ja programmieren. Und der Tatsache, dass man nicht alles weiß, was so geht, ne? Aber vielleicht können sie das Grundsystem ja übernehmen, das dadurch relativ schnell hinbekommen. Vermute ich mal, ne? Also, was ich mitbekommen habe, wird die Energy verbessert von der Leistung her. Ob sie neue Gebäude nehmen wollen und können und oder müssen für, das weiß ich jetzt nicht. Also, wenn die Gebäude alle bleiben können, mehr oder weniger von der Textur her, dann ist auch schon mal Ersparnis zeitlich gesehen auch drin. Muss halt nur angepasst werden oder halt entsprechend. Ja. Das wollen wir gleich ausklappen, ne? Hab ich vergessen. Wir machen hier Heu. Das können wir dann auch gleich im Stall reingeben. Also. Das Feld kaufen wir auch und das haben wir. So, gucken wir. Eigentlich auch beides angeschaltet. Alles gut. Vorne jedenfalls. Hinten ist auch. Das passt. Das können wir direkt machen. Wir machen das manuell. Und diese. Das war verkehrt. Müssen das denken mit V. Ich habe das nicht gekauft. Vergessen. Da sind sie bei, die Brüder. Saku ist da, da haben wir nur entsprechend nachfahren. Also ich habe es nicht gekauft. Land. Müsste hier irgendwo sein, ne? Ah, das. Kann man es nicht mehr kaufen? Land. So. Kaufen. Hat Lappe vergessen. Naja, wenn die Bäume wechseln, dann kann man ja gucken, ne? Ja, mal gucken, ob. Ja, Ratsfeld. Ja, wäre eine Überlegung wert, ne? Also, wenn wir noch Geld verdienen, ne? Mal ein bisschen mehr verkaufen vielleicht. Also viel mehr kaufen können wir jetzt nicht mehr. Wir machen mal die Außenansicht, das ist ja wegen dem Mähen ist verbessert, ne? Oh, die FPS Frage geht ganz schön Keller feststellen. Ja, sobald 1, 2, 3, 4, das haben wir 4.
Der wahre Test ist meistens Multiplayer mit 16 Leuten. Ne? Ja, das geht. Oder warum kannst du jetzt Shredder Kill Folge machen? Geschrieben werden müssen. Kann auch sein. Aber ruckelt ja nicht, aber abgesehen, aber das ist jetzt schon. Wenn ich daran denke, mit PV Candy Crossing, gut, dass ein 16 Grad Kader, das darf man nicht beherzen. Ne? Da habe ich Raps drauf. Einfällt. Das passt. Wenn er quere. Vielleicht können wir ein bisschen was für die Kühe. Da ist. Ach, da habe ich irgendwas eingesehen. Das Buch begrenzt ihn was. Ja, wenn das Nachbarfeld mit Raps kaufen würden. Könnte man das hier zusammenfließen, das wäre doch ein bisschen einfacher. Aber das Geld wollen wir haben, zum Not mit Kredit. Was dicht am Hof ist, ist immer von Vorteil, das ist mal leicht zu handeln, ne? Ja, große Einnahmen habe ich zur Zeit nicht, das ist eher höchstens Milch. Die Mais-Saatgut war ja schon mal tolles Vergnügen, also ist ja für die BGA gedacht, also die Lage. Und Futter zur Not auch für die Kühe, geht ja auch. Staubt hier. Aber die BGA ist noch nicht in Betrieb, dann gucken wir uns die Lage rein. Wenn wir halt die Wiesen noch entsprechend zur Silage zaubern. Ein paar Wiesen habe ich ja so. Ja, viel Gras im Heuerwein. Das ist aber so geschuldet, dass wir praktisch wir sie vielleicht nur manuell machen können. Das ist halt so. Der Dünger wird schon knapp. Das Saatgut. Das reicht lange hin. Das muss ich zusagen. Also von der. Das ist ja Einzelkorn. Also von daher. Ein bisschen viel Saatgut gekauft. Okay. Dann reicht es halt für nächstes Jahr auch noch. Im Grunde kannst du auch so einen Notkörnermeister machen, würde ich mal behaupten. Das haben die bei uns mal vor Jahren, also im Jahrzehnten mal gemacht, was zur Silage vorgesehen war. Da gab es halt einen hohen Preis für Körnermeister, also vom Geld her. Dann haben sich kurz, das war auch Wetter entsprechend passend, wo es immer trocken wurde und ausreifen konnte. Dann haben sie das als Körnermeis verkauft, meinte Futterwirtel für Körnermeis. Das ist ja nicht so schlimm vom Prinzip her. Im Grunde ist ja die Zusammensetzung ähnlich, kann man sagen. Nur halt ein bisschen anders, würde ich behaupten. Was da nur anders ist, wahrscheinlich Proteinanteil oder so. Was die Tiere halt mögen, ne? Also beziehungsweise was für Silage besser wäre als für Körnermais. Ne? Also weiß ich, Stärkeanteil, keine Ahnung. Ja, mal gewisse Eigenschaften, die dann bevorzugt werden. Wenn du für Tierfutter das machst, ist das im Grunde ja fast nebensächlich. Ne? Klar, für andere Sachen, für Mehl, für manche Ernährung oder so, das ist so ein anderer Kriterium. Ne? Also, was ich Mais brauche, keine Ahnung, wo es gibt. Da brauchst du gewisse Eigenschaften haben, das auch funktioniert. Ne? Ich habe ja gesehen, wo ich im Kärnten war, da haben sie Maisfelder gehabt, aber das war verhoch.
Das war extrem gut. Sah gut aus. Von der Höhe. Von der ganzen Dichte und so. Das war von der Höhe schon Wahnsinn. Muss dazu sagen, da ist auch perfektes Klima. Ne? Das war auch, und da hat man gerade Starkregen gehabt. Also wirklich Starkregen. Konnte man nicht arbeiten. Nicht, dass wir nass wurden, aber das war nicht das Problem. Die Platten werden von der Wand gerutscht und nass halt gewesen. War heftig. Und dann kam noch ein anderes Gewitter dazu. Du hättest draußen praktisch sekundenweise duschen können. Also so viel Regen ist gefallen. Meins, bei Gewitter soll man nicht rausgehen. Das war auch so ein Tag, da bist du kurz mal draußen, war es durch. Hier ist wirklich die heftige Einbrüche teilweise. So, ich mal, dass es kräftig hoch runter geht. Ich muss dazu sagen, ich spiele auf 4K. Maximal, das hatte ich geändert gehabt, muss ich mal wieder auf Dings umstellen. Die andere Variante von TA über Nvidia Grafikkarte. Jetzt habe ich jetzt hier die Einstellung. Der ist hier auch so scharf. Aber trotzdem, das war schon so. Jetzt weiß ich, wo das liegt. Woran das liegt. Weil DLS ist mal so. Das sagt mir nichts zu von der Qualität her. Das Hochrendern praktisch, dass es auf 4K schaffen sind. Ja, die Einstellung ist natürlich entscheidend. Ne? Das soll ja erst im 25er die Weiten des Sichtmodus besser werden, ne? Dass man mehr sieht. Bäume zum Beispiel. Ne? Aber das ist ja jetzt, heute haben wir ja den 26. Oktober. Ja, nicht täuschen, wollen wir aber nicht. Und jetzt noch gesehen noch rund weniger als 3 Wochen. Ja. Ich meine nicht, dass ich aufgeregt bin, aber gut, das nehmen wir mal so hin. Ne? Also Körnermais wird reichen mit ganzem Feld. Na gut. Wäre noch interessant, wenn wir hier so eine Saatgutreinigung hätten und das selbst herstellen könnten, Saatgut. Aber nur je nach Sorte Lizenz bezahlen, ne? Und einige Sorten sind ja Hybrid, das geht gar nicht, das ist gar nicht möglich. Die wurden praktisch so gezüchtet, dass sie praktisch nicht mehr mehren können. Musste separat irgendwie Handel gezeigt, ja, wie das gemacht wird. Und man pflanzt 2 Sorten an, weiblich und männlich. Und Ergebnis kommt nachher die Hybrid-Sorte raus. Und da muss nichts herum auch nichts stehen, dass da keine anderen männliche Bestäuber, da ist ja Windbestäubung normalerweise, dass da nicht daneben kommt. Aber so ist das halt, ne? So viel liegt gar nicht rum, ne? Aber hier müssen wir auf jeden Fall, wenn das Nachbarfeld dann nicht kaufe, das Rapsfeld. Aber jetzt vor, wir hatten ja letztes Mal an der Karte hatten wir Kartoffeln gehabt. Das ist ja nicht mein Ziel, ne? Kartoffeln ist ja. Da muss ich mal schauen, ob wir das brauchen, wir Futter, ne? Und sonst würde ich nicht groß in Produktion arbeiten, also eher so, naja, mal gucken, was das so einladen kann im Futter, wie das funktioniert. Kann es ja nicht irgendwo liegen lassen, bringt ja nichts. Entweder einsilieren. Sonst haben sie früher die Kartoffeln abgekocht, großen Dämpfer, ne? Also großen Kochtopf, ne? Also ganz großer, ne?
So wie in Silo so ähnlich. Dann haben sie das nachher in Silos reingekippt, wo Plastik drunter war, Folie, und dann Folie drüber. Aber wie das gemacht wurde, weiß ich nicht. Also irgendwas so muss ja irgendwie auch mit einem Traktor, mit einem Hänger und so, dann muss ja auch dann. Aber die haben immer zu dritt, glaube ich, gearbeitet, zu dritt. Immer bekamen sie Abfallholz vom Sägewerk, glaube ich, und dann haben sie das alles klein gesägt. Die hatten schon eine Kreissäge gehabt, da war schon hell, ne? Aber dann haben sie auch geguckt, wie das Ding fürs Feuer brennt, ne? Naja. Der eine ist ja mal gestorben. Hatte zu Hause den Ofen angeheizt. War aber dumm gewesen. Hat das verkehrt gemacht, also das, wo das nicht richtig gebrannt hat. Da war Kohlenmonoxidvergiftung und dann haben sie noch rausgetragen in die frische Luft. Die war auf der Arbeit gewesen und der hat zu Hause, ja, schon Durst gehabt. Ne? Das war eher so ein lustiger Typ. Ja, so ist das, ne? Und sie ist vor kurzem gestorben. Das war auch schon mit einem älter, die Frau. Noch alleine gelebt. Hermes. Wie er hieß, weiß ich gar nicht mehr. Warte mal gucken. Hermes. wie gesagt, früher haben sie gerne eingetrunken und mehr und öfter, auch bei der Arbeit. Was heute gar nicht mehr geht. Da haben sie auch bei uns in der Firma jetzt ein paar Plöttinger. Da gab es immer einige Spezialisten, die haben wir gerne mal eingenommen. Ja, und die irgendwas hat der Meister komplett abgewöhnt. Naja, heutzutage ist ja auch alles eine Frage des Arbeitsschutzes. Ne? Wenn da was passiert und du hast Alkohol im Blut, ja, dann ist es tödlich, ne? Also versicherungsmäßig. Die zahlt dann nicht, die Versicherung. Eine Blutabnahme und da ist Alkohol drin, dann hast du großes Pech, dann zahlen die nicht. Ja, und wenn es durch Alkohol passiert ist, ist das zu Recht. Die Gefahr ist ja auch dabei, dass Dritte gefährden. Ne? Das aufgefüllt werden, das ist schlecht. Der erste schon voll. Mineraldünger. Das zweite hat. Auch noch fertig, ne? Dann geht es in die nächste Runde. Ja, da kam der Chef von der Partie raus, ne, der ja, Meister oder Ingenieur oder so, ne, waren schon ein bisschen mehr Ahnung hatten. Da kam die Frage, na, ist die Brause wieder schlecht im Geschäft, also im Lappenkonsum? Jo, das stimmte sogar. Heute, wenn ich heute daran zurückdenke, wo das gestanden hat, das Zeug hinter dem Schaufenster, genau in der Sonne, das Klumpe wurde ja warm. Der Konsum war eh warm gewesen, von daher, also Klimalage war ja fremd. Das Schaufenster war halt nach Süden und das war eigentlich fürs Geschäft ungünstig. Ne? Für alles im Prinzip. Man muss ja alles kühl halten. Und die speziellen Sachen waren eh ein Kühlschrank oder ein Kühlregal oder keine Ahnung. Ich glaub Kühlschrank. Oder gab es Kühlschrank? Also früher gab es halt nicht so viel, aber ja eine Sorte. War Butter, ne? Also von der nächstliegenden Molkerei. Das haben wir ja vor Ort mehrere gehabt, also kleine halt, ne? Ein Ort war eine Molkerei und ein anderer Ort war die Käserei. Aber halt nur für die örtliche Bevölkerung. Das war nichts für viele gedacht. Wo halt ist die. Da wurde auch nur die Milch dahin gefahren. Also das da gab es auch keine, wo man sagen konnte, ach, das fahre ich jetzt in einer anderen Molkerei. Nee, das war schon vorgeschrieben gewesen. Also
viel Ertrag können wir hier nicht. Macht nichts, fürs erste Mal reicht so. Fahren sie alle oder fahren? Ich fahre mache erst, wenn einer Netz aufgeht. Wieso hat der so viel Dünger noch drin? Hat er Nachholbedarf? Oh, Saatgut reicht sehr lange aus. Der Boden war ja komplett düngerfrei. Von daher ist das also fast düngerfrei. Im Normalfall haben wir noch Gärreste gefahren, aber die haben wir noch nicht überfahren lassen. Ne? Haben wir jetzt Uhrzeit? Wahnsinn. Wir machen noch fertig hier. Ja, auf Dings machen können. Auf. Erstmal Dünger auffüllen und dann her. Gras werden jetzt voll. So weit noch schwatten können und wieder lose, am besten gleich lose, ne? Für den Kuhstall. Rauf war das eigentlich normalerweise Heu. Es kann sein, dass mit Mineralfutter sammeln. Das ist entweder so nicht so gewollt oder ist also Mineralfutter erscheint da noch nicht. Da muss ich mal ein bisschen offline. Mineralfutter ist ziemlich teuer. Nur mal gucken, ob wir das Geld für haben. Ne? Also wir sind viel Sachen gekauft. Muss noch speziellen Dings besorgen. Für Big Packs bewegen, ne? Da wäre jetzt so ein Lager wie bei Crossing nicht schlecht, da kannst du das auch reinstellen. Mal gucken, ob das hier auch geht. So ein Lager haben. Im Original gibt es so ein Lager. Ist immer fleißig, nicht immer gemäht. April ist normalerweise für Heu bis zum Früh. Ich glaube, so nass. Die Luft warm genug. Aber hier geht's ja, ne? Ohne geht nicht. Jetzt. Also ich habe früher mal zu Hause mal für meine Kaninchen und später für den Bohlen von meinem Bruder Heu gemäht im Mai, und zwar genau zu den Herbst von den Maifelgen. Ich habe mal geguckt, Wetterbericht, wie lange meldet er trocken. Das war mir schon wichtig, dass ich da auch Heu bekomme. Ne? Bei Dauerregen geht es halt nicht, ne? Das ist halt so. Heute guckst du ja auch Wetterbericht. Online kriegst auch schon mal einiges mit. Wetterkarte. Wetterkarte. Ja. Niederschlagsradar und so, das hast du ja früher nicht gehabt. Da warst du ja eigentlich auf dem Wettergespräch angewiesen von Thüringen, war das so. Der war ganz gut. Besser wie der heutige. Aber früher haben sie anders gearbeitet. Aber ich höre es hier auch nicht mehr. Früher hatte ich mal Radio gehört über Internet. Seitdem wir das scheiß Corona so geliefert und die alle so gesponnen haben. Habe ich mich abgewöhnt. Zweck Musik über. Ich muss lieber zum anderen Feld. Der hat noch Dünger und der andere fahren noch. Die fahren ohne Dünger. Das ist schlecht. Ja, der muss Düngerscheuer hinterher geschicken. Weil da hat er komplett zu viel. Da muss man hinterher nachschicken, dann ist auch nichts. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ne? Also, ist das so eingestellt, ne? Dass das so ist.
Ja gut, da hat so viel halt schon mehrere Bahnen gemacht. Ja gut, okay, ist halt so. Ah, dann müssen wir halt hier wohl noch mit malen. Was wollte ich jetzt machen? Was war noch wichtig? Ach so, hier. Ja, X. Den schalten wir mal kurz an. Den schicken wir dann zum Hof zurück. Mal gucken, ob wir einen Weg fahren, ne? Fahrer zur Werkstatt, ja, mach es mal. Muss eigentlich frei sein normalerweise. So. Gras. Hoi. Ja, guter Fetter und ohne Dünger. Muss ich nur schauen, dass wir da entsprechend her. Das auch macht mit Dünger nachschreiben. Muss er noch an einstellen. So, schau, das soll heute auch gewesen sein. Ciao, ciao. Danke fürs Hinschauen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.